Etwas erscheint undeutlich oder löst sich auf, verbreitet sich, verflüchtigt sich. Das Eingangsblatt von Plumes von Jasmin Mehrhoff zeigt auf rotem Untergrund Fragmente gedruckter Wörter in streifigen Schlieren übereinander geschichtet, sodass kaum etwas lesbar ist. Die Wortspuren orientieren sich noch an einer Horizontalität, aber die Waagerechte löst sich auf, wie beim Hitzeflimmern, etwa im Sommer über dem heißen Asphalt. An mehreren Stellen ist Es erkennbar. Auf dem Eingangsblatt sind so alle Tatsächlichkeiten, Realitäten und die Sätze, die Aussagen selbst, ins Wanken geraten. Was bleibt, ist allein der Hinweis, etwas ist. Das Titelwort Plumes kann Verschiedenes bedeuten. Federn, seinem Wortursprung nach, dann auch, aufgrund von Ähnlichkeiten zu Federn im Aussehen, Rauchwolken, Rauchfahnen zum Beispiel, Abgasfahnen in der Luft oder auch Schadstofffahnen im Grundwasser. Wie das Eingangsblatt zeigt, sind Plumes hier aber auch dispergierende Wörter, Satzteile, Sätze, Aussagen. Plumes ist ein Heft mit digitaler Poesie und Fotokollagen. Wie das Eingangsblatt zeigen auch die folgenden 8 Seiten Gebilde mit sich auflösenden Schichtungen von Wörtern und Sätzen. In der Mitte des Hefts stehen 3 Fotokollagen. Daran schließt ein 5-seitiger, mit einer Art von Cut-Up-Technik hergestellter Text an. Den Abschluss bildet ein weiteres der Rauchfahnengebilde mit sich verflüchtigenden Wörtern und Satzteilen. Jasmin Mehrhoff hat einige Exemplare des Heftes selbst gedruckt. Als PDF kann man Plumes außerdem auf ihrer Internetpräsenz herunterladen. Das Eingangsblatt zeigt, etwas ist mit dem gewohnten Schriftbild passiert. Die Horizontalität, die den Wörtern in allen lateinischen Schriftsystemen eigen ist, also auch das Englische bestimmt, löst sich auf. Die Buchstaben, Wörter und Sätze verteilen sich, verschweben und diffundieren. Was als fest umrissen sich gab, zeigt sich nun als flüssig und instabil. Auch auf den nachfolgenden Seiten im Heft sieht und liest man Sprache in Teilchen und Fragmenten von den oberen, unteren, seitlichen Wort- und Buchstabenrändern her. Was mit der Sprache in ihrer visuellen Gestalt passiert, wird schlaglichartig belichtet in dem, was die Wörter da, wo man sie noch lesen kann, ausdrücken. Into a solid form, elastic vapor by, which thus und the end could, ist das, was auf der ersten Seite des Heftes gerade noch lesbar ist. Elastischer Dampf auf der einen, feste Form auf der anderen Seite, ein Spannungsverhältnis zwischen beiden Aggregatzuständen zeichnet sich ab, dann könnte da ein Ergebnis, welches, oder eine Konsequenz, welche, aufscheinen. Schließlich deutet sich etwas Unausgesprochenes im Potenziales an, im Zusammenhang mit einem Zweck, Ziel oder Ende. Wie Cirruswolken erscheinen die Spuren der Satzteile und Wörter, ihre Ränder ergeben zarte, fransige Linien, Buchstabenreihen bilden Schwünge an den Seiten des Gebildes. Die ersten Wörter und Themen sind frei in den Raum gestellt, ein Seh- und Denkraum ist eröffnet, der auf den nachfolgenden Seiten weiter gefüllt wird. Dabei fungieren die einzelnen Wörter und Satzteile, die in den Schriftgebilden noch lesbar sind, als Ankerpunkte. Lesbar auf der zweiten Seite sind unter anderem If the end could und Force. Auf der dritten Seite sind die Wörter Moving Power sichtbar. Diese Energie oder Kraft scheint in den horizontalen Streifen des Gebildes visualisiert zu sein. Wie von einem schrägen, weißen Dunststreifen durchtrennt, ist das darauffolgende 4. Gebilde. Gut lesbar sind hier die Atmosphäre und Noxious, giftig, außerdem unten rechts Force und Power. Dann ein 5. Gebilde mit den Wörtern Nature decomposes, was zweifach verstanden werden kann, dass die Natur etwas zerlegt, verwandelt oder dass sie sich selbst zersetzt. Wiederum sind Atmosphäre und Noxious lesbar. Zu erahnen sind außerdem die Wörter It is almost certain.
Wie eine aufsteigende Fahne sieht das sechste Gebilde aus, dessen schwarze Buchstaben und Wortspuren unter anderem aus den Resten der Wörter Other Gases und Nature gebildet sind. In vielfacher Wiederholung zeigt das siebte Gebilde die Wörter It is almost certain und fügt dem bisherigen einen neuen Aspekt hinzu, deutet an, dass etwas mit Bestimmtheit zu erwarten sei. Das achte Gebilde schließlich visualisiert eine Umwandlung hin zu einer festen Form. Nature decomposes ist mehrfach auf der Seitenmitte zu lesen. Wie Sedimente lagern sich die Wörter into a solid form mehrfach wiederholt zum unteren Seitenrand hin ab. All diese Gebilde sind computergeneriert mit P5.js, einer JavaScript-Bibliothek. Input ist ein Abschnitt aus Charles Babbage's 1832 erschienenem Buch On the Economy of Machinery and Manufactures, in dem dieser die Welt der beginnenden Industrialisierung und der entstehenden Maschinenkultur beschreibt. Gearbeitet wird mit dem Schriftbild einer gedruckten Buchseite. Input ist eine Bilddatei, das heißt, es findet eine Art von Bildbearbeitung statt. Aus dem ausgewählten Teil der Buchseite werden Schnipsel erzeugt, die fortlaufend so übereinander geschichtet werden, dass Teile der anderen Schnipsel verdeckt werden. Für das Heft traf Jasmin Mehrhoff eine Auswahl aus Grafikdateien, die nach einer bestimmten Anzahl von Frames automatisch abgespeichert wurden. Die Gebilde aus Plumes arbeiten mit einem Text von 1832 als Schriftbildmaterial, aber in dessen computergestützten bildsprachlichen Bearbeitung scheint die gegenwärtige Klimakrise auf. Dabei ist der Mensch jedoch in den Poesiegebilden kaum anwesend, weder in den angesprochenen noch in den abgebildeten Prozessen. Babbages Aussagen und Sätze und Wörter von wem noch lösen sich auf, verschweben. Auch die dreifarbigen Fotokollagen wirken menschenleer, auch wenn die dritte der Collagen etwas Menschengemachtes zeigt, die Platine eines alten Smartphones. Hinweis auf das Textverfahren und Hinweis auf die Gegenwart wart seit Babbages Rechenmaschine Analytical Engine sind schon einige Jahre vergangen. These forced chops, die ersten drei Wörter von Availing, des den Fotokollagen folgenden fünfseitigen Poesietexts, scheinen das computergestützte Verfahren der Textbearbeitung, eine Art von Cut-Up-Verfahren, zu kommentieren. Auch Availing verwendet Babbages Text als Ausgangsmaterial. Dieser wird in eine lange Zeile gesetzt, aus der dann, wie von einer über sie hinweglaufenden Stanzmaschine, 500 unterschiedlich breite Schnipsel geschnitten werden. Die Schnipsel, die jeweils noch Teile des vorhergehenden Schnipsels enthalten, werden zusammengesetzt. Der Text wird dann manuell und mit Hilfe von Rechtschreibprüfung ediert. Der entstandene Text ist länger als der Input-Text. Die gängige Syntax wird nur andeutungsweise berücksichtigt. In Availing tritt die gegenwärtige Klimakrise ausdrücklich hervor. Es gibt Warntöne, tiefen Kummer. Hier nun rückt der Mensch mehr in den Blick. Es gibt Schuld und Verantwortlichkeit für die Nachwelt. Schließlich auch die Andeutung eines Wendepunkts. Was Jasmin Mehrhoffs digitale Poesie interessant macht, ist die Art und Weise, wie sie mit dem Input-Text verfährt. Hier werden vorausgegangene Sätze nicht nur aktualisierend nachvollzogen, das Buchstaben-, Wort- und Schriftbildmaterial des Input-Textes wird vielmehr erheblich erweitert und überschritten. Der Text ist nicht nur Text aus beweglichen Lettern, aus einzeln getippten Buchstaben. Text ist auch Bild und man liest und sieht ihn in Bewegung, erkennt, dass etwas geschieht, was mit expired existences, sentences angesprochen ist.